Warum hast du so viele verschiedene Zahnbürsten und Bürstenköpfe? Ich habe deshalb so viele verschiedene Zahnbürsten und Bürstenköpfe, weil ich immer wieder welche teste. Mein Anspruch als Zahnärztin ist es, so viele wie möglich zu kennen, wenn nicht sogar alle, die es auf dem Markt gibt, um eben bestmöglich Empfehlungen aussprechen zu können und die Teilnehmer in meinem Zahncoaching auch bestmöglich beraten zu können. Denn es ist wichtig, dass man die richtige Zahnbürste verwendet, die individuell für seine Situation am besten passt. Wenn man nämlich die falsche verwendet, zum Beispiel eine schlechte Zahnbürste, dann kann man echt Probleme bekommen. Das Zahnfleisch kann sich zurückziehen, man kann sogar den Zahnschmelz wegputzen und damit weitere Probleme bekommen, wie kälteempfindliche und schmerzempfindliche Zähne. Das Risiko, Karies zu bekommen, ist erhöht und es sieht letztendlich auch echt hässlich aus, wenn sich das Zahnfleisch zurückzieht und der Zahn immer gelber wird, weil der Zahnschmelz immer mehr weggeputzt wird. Und das passiert leider viel, viel mehr Menschen, als man denkt. Und um da eben bestmöglich beraten zu können, damit das gar nicht erst passiert, deswegen teste ich so viele verschiedene Produkte. Und ich habe sogar noch viel, viel mehr als nur die paar, die hier hängen. Also das sind wirklich noch wenig. Ich habe eine ganze Kiste voll. Und wenn auch du wissen möchtest, welche Produkte für dich individuell am besten geeignet sind, dann schreib mir gerne eine private Nachricht.